So, hallo. Bei Assassin's Creed Unity, das habe ich vor längerer Zeit ja mal gespielt und bin auch ziemlich weit gekommen. Ich weiß, ich habe noch was offen. Ich weiß jetzt noch nicht mehr was. Ich glaube, ich habe es komplett durchgespielt, die einzelnen Kampagnen. Und ich habe auch wieder Lust darauf, mal so ein bisschen durch Paris zu schlendern, als gemäßigter aufzutreten. Und aber ich muss mich wieder einfuchsen. Weil ich will jetzt den Rest noch fertig machen, dann kommt mir das von der Platte. Ich brauche Plattenplatz, um das nächste Spiel zu installieren. Und das frisst jetzt hier doch ganz schön. Und da dachte ich, guck ich mal, was noch zu spielen ist, spiel das durch und dann lösche ich das. Mal schauen. Also, Sequenz, die habe ich alle. Ich glaube, das Prozent ist, ob man das jetzt irgendwie ganz besonders abgeschlossen hat. Also, die scheinen irgendwie die ganzen Sequenzen. Ich kann hier mal auf einer drauf gehen, was er dann sagt. Ach so, weil ich nur irgendwie einen Stern habe. Das könnte jetzt erneut spielen. Aber ich habe es irgendwie geschafft und ich muss das jetzt nicht perfekt spielen. Und so sieht's aus, wenn du Überfallmission habe ich noch gar keine gespielt. Und Koop habe ich ein paar gespielt, okay. Erinnerung an Versailles, eingekerkert, die Abschlussfeier, das Königreich der Bettler, der Silberschmied, der Jakobiner Club. Was haben wir hier noch? Eine vorsichtige Allianz, die Korrespondenz des Königs, die Hungerzeit, eine Einladung zum Abendessen am Tiefpunkt, das höchste Wesen, es werden Köpfe rollen. Hier, die Tempelsritter habe ich noch nicht. Die Tempelsteuer. Spielen, nachverfolgen. Gesellschaftsclub-Mission. Marats Mitteilung. Flamels Geheimnis, die Mönche. Der Barbier von Sevilla. Nostradamus Rätsel Merkur. Das habe ich wohl. Das auch. Also, Truhen haben wir hier auch noch ein paar. Aber die sind irgendwie ein bisschen langweilig. Und die Konkarden können wir jetzt hier irgendwie ewig noch machen. Aussichtspunkte haben wir alle. Gebäude-Upgrades haben wir auch alle. Begrabene Worte haben wir auch alle. Letzte Ölung. Franciat, oder wie das heißt. Servus Erbe. Auch alles. Dreht das auf dem Polster. Ich sehe ja, dass alles gelb ist. Da Hammer. 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 Okay. Also, wir haben da noch ein paar Kisten. Konkarden. Und Artefakte. Das ist eher irgendwie langweilig. Naja, wenn man dran vorbeikommt. Aber wir haben hier mysteriöse Mordfälle, Pariser Geschichten, Nostradamus Rätsel, das haben wir alle. Okay. Mordfälle haben wir, Pariser Geschichten. Was heißt nachverfolgen? Spielen geht nicht, ja? Überfälle und spielen, privat spielen. Also, ich könnte ein paar Koop-Missionen noch machen. Wobei man da natürlich immer einen finden muss, der mitspielt. Und manchmal benehmen sich die Leute einfach nicht gut. Und springen mitten im Spiel ab. Und das macht dann keinen großen Spaß. Aber die muss man halt zu mehreren spielen. Ich guck.
hier mal wieder reinzufinden, was was ist. Ah ja, da unten links haben wir die Karte. Und irgendwo war doch Laufen. A, D. Oh. Wie stecke ich das wieder weg? Ups. Okay. Die Schultertaste war was Besonderes. Ah, so steckt man das wieder weg. Okay. Mhm. Ah, ich kann die überhaupt nicht mehr, die Steuerung. Wie kann man denn laufen? Ah, ja. Rechte Schießtaste zu laufen. So, wie kommt auf die Karte? Mit Tab. Okay. Wir hätten hier einen Schatz. War das rechte Maustaste? Nee. Markierung setzen, Space scheinbar. In Fortschrittsanzeige ansehen, V. Eine Truhe fehlt. Okay, und jetzt gehen wir mal mit B raus. Und die Truhe ist... Ja, wo ist die Truhe? Das ist Stopp. Ah, das ist auch die Karte. Das ist, die ist mitten in dem... Ist wahrscheinlich unterirdisch, sonst hätte ich die schon lange. Irgendwo hier in der Kirche drin. In der Kathedrale. Hey du! Hilfe! Ich wurde geklaut! Wie ging das nochmal? Rennen? Warum, wenn man dann irgendwie in der Nähe war? Okay, das war die falsche Taste. Ich glaube, ich habe ihn erschossen. Wie soll ich die Schultertasten? Ich bin das. Ah ja, die linke Schießtaste ist das. Schleichen und rennen. Ne, ich dachte, die Schießtasten sind zum Schießen da. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Nee, nicht schön. Jetzt hab ich die... Wie klettert man? Nicht mit Y. Mit A. Oh, ich hab's so gar nicht mehr drauf. Oh! Ich bin ein Verbrechertöter. Was gibt dir das Recht dazu? Ja, ja. Ich war... Jetzt ist er einfach tot umgefallen. Aber ich musste auch mein Schwert benutzen können. Gratitude, merci. Ja, ja, merci, merci. Da steht LB, RB. Irgendwie, nein. Ah, hier kann ich aussuchen, was ich da haben.
Jetzt habe ich da beim Kanin nichts mehr. Okay. Ah ja, so. Sagen wir Pistole. Und oben bin ich. Okay. Verdächtig soll mal lieber keinen Ärger machen. Ich will auch keinen Ärger machen. Wir richten da drunter. Okay, das ist Schleichen. Schnell schleichen. Das ist Rennen. A ist in Deckung gehen. Ich muss ins Café Theatre. Da sind noch 21.000 Dings drin. Was ist B? X ist Waffe ziehen. X ist auch wieder wegstecken. Nee. Wegstecken ist B. Ja, dann machen wir als erstes Aufgabe. Ich hab's total. Das Café war wo? Wo waren das Café? Theatre? Eieieiei. War das nicht hier irgendwo in der Nähe? Was ist das? Klick. Ile de la Cité. Ne, das sind Händler. Das war's, oder? Café Theatre. Da bin ich hin. F drücken für Schnellreise. Ja, was passiert dann? Ah, ich hab's überhaupt nicht mehr drauf. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man hochklettert, die Fassaden. Ah. Ja, man sollte dann, wenn man mit dem Spiel anfängt, das irgendwie bis zum Ende durchspielen. Und nicht irgendwie, ja, ja, jetzt habe ich die Einzelmission, Player-Mission und, jetzt mache ich mal Pause, spiele was anders, kommt vielleicht irgendwann mal wieder. Dann ist man sowas von draußen. Zu diesem Add-on. Ich hatte immer die Dings genommen. Aber ich weiß gar nicht gerade, wie man springt. Ah ja, die Renntaste. So, und hier ist, glaube ich, irgendwie die Kiste, wo ich immer mehr Geld kriege. Eins und ich erst halb voll. Einkommen nehmen. Was war das? Das war Ausbau, ne? Renovieren. Bonjour, Monsieur. Andenken. Kann ich noch Andenken kaufen? Habe ich irgendwie alles so, ne? Verschönerung. Ich glaube, es gibt keine mehr. Ich glaube, es habe ich schon alles geguckt. Ja, da steht ja auch, das Gebäude ist komplett renoviert. Wobei renovieren ein bisschen komisch ist, ne? Ich würde ja sagen, irgendwie aufgewertet oder abgegradet. Ja, und dann kann man da rumlaufen. Was haben wir hier? Meine sozialen Kontakte. Doch die Regierung muss sofort Maßnahmen ergreifen, sonst droht eine Hungersnot. Beantwortet mir nur diese eine Frage. Ab welchem Punkt müssen wir betrachten? Arbeitszimmer des Intendanten. Irgendwo ging es doch in den Keller. Und von da aus zur Bruderschaft. Da geht's rauf. Aber wo geht's runter?
Ich glaube, oben war auch irgendwie was zum... Kammer der Andenken. Leistungen 35 von 57. Mission 12. Pariser Geschichten habe ich noch. Helixrisse. Ah, das sind so kleine Dinger, die muss man suchen. ...62% da Andenken. Ich will mir doch erstmal die Kammer der Andenken. Dieses Wappen steht für den Abschluss aller Leistungen. Ich habe keine Ahnung mehr, was das für eine Bedeutung hat. Pariser Geschichten Andenken. Ah ja, und da fehlen halt noch welche, ne? Man kriegt dann irgendwie so eine virtuelle Dings. Trophäe da, und da habe ich 3 von 9. Also, Pariser Geschichten kann ich noch machen. Ausrüstungsstatue. Derzeitiger Level der Statue. Der Level dieser Statue entspricht dem schwächsten Ausrüstungsteil. Also irgendwie scheine ich ganz gut ausgerüstet zu sein. Naja, sollte man auch annehmen, wenn ich alles durchgespielt habe. Gibt's da noch? Da mit dem Kanin war ich noch nicht. Und der Kamin ist ein Kamin. Da werden die Helixrüste aufgeführt. Da geht's wieder raus und hier sind was Andenken. Ich weiß nicht, aber die habe ich auf jeden Fall alle, oder? Einzelspieler Andenken. Alle 12. Okay. Will ich doch mal die Leiter raufklettern, ob da oben noch was ist. Weine. Nicht Weinkeller, sondern Weindachgeschoss. Und hier waren, glaube ich, irgendwelche Rüstungen oder eine Vermächtniskammer. Mit etwas Montur oder Connors Montur oder Ezios oder Altairs Thomas D. Ach, die habe ich gerade an, ne? Ja, ich habe an die Thomas de Canyons Rüstung. Meister Assassin. Benex. Shares. Oder Scheiß. Scheiß. Also kann ich mir einfach dann irgendwie anziehen. Aber mir gefiel wohl irgendwie die dunkle hier. Ein Trainingsraum. Ich glaube, da draußen steht irgendwie mein Trainer. Der wird schon sein Schwert. String, was heißt String? Ja, hätt's mich nicht. Irgendwo da oben war doch noch irgendwo ein Garten. Willst du dich verbessern?
Training beginnen. Schmetterschlag. Starker. Ach Gott, wie viele Optionen gibt es denn da? Ah ja, das ist der Garten hier oben. Dachgarten. Ist nicht nett? Ich direkt auf die Kutsche springen, wenn ich mal fliegen muss. Was haben wir hier noch? Briefe von Elise. Ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Oder Elise. Elise. Da geht's ja noch mal rauf. Was soll das sein? Ein Waschbrett? Wo man Zeug waschen kann? An der Badewanne? Okay. Ja, hier ist wieder die Vermächtniskammer. Da waren wir doch schon. Abwärts. Da geht's irgendwie nicht runter. Oder nicht so, wie ich mir das vorstelle. Nee, im Keller war auch noch was, kann ich mich erinnern. Ich glaube, da konnte man sich dann so die Einzelteile von der Rüstung zusammen suchen. Schneiderzimmer. Es gibt doch wohl nicht, dass ich das nicht finde. Ja, da geht's rauf. Da geht's raus.
War das hier? Ja, hier war's. Da geht's irgendwie hier noch da hinten lang. Nein, da waren wir schon. Da ist der, der mir was beibringen will. Speisezimmer. Und da geht's irgendwie zu dieser Assassinenbruderschaft. Aber ich glaube, die haben mich rausgeschmissen. Wegen irgendwas. Und da ging's. Ah ja, und da geht's irgendwie in die Kanäle. Weil irgendwie fliehen muss. Und hier geht's in die Rüstkammer. Irgendwie musste man hier dran rumspielen und die Sachen haben, kombinieren. Dann konnte man sich das hier nehmen. Und dann gab es noch... Ach genau, das waren so kleine lustige Rätsel. Die musste man da ablaufen, Knöpfe drücken. Und ich glaube, es waren drei Kammern. Einmal da und einmal da. Und dann ging auch die Tür auf. Und... Das war es nicht. Dann war das eine andere. Ich glaube, da muss man sich nämlich so lang hangeln. War ziemlich geschickt. Was ist das? Tja, das. Parcourslauf aufwärts. Mhm, ah. Ja, und ich glaube, hier hat man irgendwie was gefunden. Da muss man hier auch... Naja, auf jeden Fall hat man da irgendwo dann die Rüstung gefunden. Und hier muss man dann drücken, dann ging die Tür auf. Quatsch. Steht unter Wasser. Und dann... Ja, das war nochmal ein Rätsel. Die muss man irgendwie... Die waren ganz nett. Und dann ging wieder eine Tür auf. Und ich glaube, hier hat man noch was gefunden. Oder musste man hier auch noch mal hoch? Ja, genau. Hier hat man das dann gefunden. In dieser Truhe. Und da hat man dann gedrückt. Und dann ging hier der kurze Rückweg auf. So war es, glaube ich, ja. War auch noch irgendein Rätsel. Finde ich denn jetzt hier auch wieder raus? Klar, da geht's raus. Wo geht's hier lang? Da kommt man im Brunnen raus. Okay. So, dann wollen wir gucken, dass wir irgendwie eine Mission machen. Pariser Geschichten oder sowas. Die waren ja irgendwie zu knacken. Das war ein Händler. Und hier sehe ich noch irgendwie ganz viele Kisten. Aber die sind irgendwie, glaube ich, unterirdisch. Thank you.
Das sieht man aber nicht so toll. Ich kann ja einfach mal hier gucken, ob ich nicht das mit dem Nachverfolgen mache. Nein, hier. Gesellschaftsclub-Mission. Stellt diesen Brief. Und damit müsste es doch eigentlich markiert sein. Ich sehe 411 Meter nach da. Tja, jetzt müsste man natürlich wissen, was markiert ist. Ist das markiert? Nicht so super übersichtlich. Kann man natürlich einfach mal in die Richtung trennen. Was ist denn mit der? Schon wieder ein Verbrecher? Wer seid ihr? Verräter! J'ai failli oublier que j'avais d'autres courses à faire. Ach, wie ist plündern? Was gibt's denn dann? Vous avez toute ma reconnaissance. Mille merci. Das lohnt sich aber nicht sonderlich. Ach, und Rauchbomben. Rauchbomben können wir gebrauchen. Ein Halstuch, super. Ich hab immer, wie hab ich gemacht, das war schneller, nee, so? Normal laufen? Schleichen laufen? Ich glaub, Schleichen laufen ist ein bisschen schneller. Bisschen deep oder was? Was sind das schon wieder für ein Massaker? Und ich glaube, dieser Kreis heißt, ich bin irgendwie im... Ja, mit Frieden kann man auch in der Erde rennen. Soll es wohl jemandem Geld? Das ist ein bisschen auffällig, wenn man so schleicht. Irgendwo da oben gibt es eine Konkarde. Die könnte man sich doch gerade mal holen. Ich meine, damit kommt man. So. Auch nicht groß weiter, aber nö, man kann die dann halt noch irgendwie, wenn man die Missionen hat, sagen, oh, die hätte ich gern eingesammelt. Ich schieße mal ganz oben drauf, ne? Wer schießt denn da? Davon hoffen die nicht auf mich. So, und da hat man die eingesammelt, 12 von 12 in diesem Bezirk. Jetzt will ich mal gucken, wo hier ein Heuwagen steht. Nirgends, oder? Oder da? Wie ging denn der Adler? Thank you.
fallen lassen, B. Ne. Ich glaube, hier gibt's auch keinen. Meistens ist da aber einer. Tja, meistens heißt nicht immer. Also ich würde sagen, dass hier vorne doch ein Heuwagen steht, den man so halb sieht. Aber dann steht ja irgendwie, wie ich zu drücken habe. Naja. Irgendwie werde ich schon wieder runterkommen. Und die Erde hat mich wieder. Und mal wieder auf die Karte gucken. Genau du. Ist ein Verbrecher töten. Wie ging das nochmal? Du noch verkaufst mal? Verdorbenes Brot und wagst es, dich zu zeigen? Ich habe dir nichts zu sagen. Oh. Ah, X ist das. Was ist das hier eigentlich? Die Rache der Vorfahren. Mysteriöse Mordfälle. Die Rache der Vorfahren. Belohnung. Also ich hab hier... Was? Akzeptieren und nachverfolgen? Das können wir ja danach machen. Ich hab jetzt erstmal den einen hier. Dann laufen wir mal die 146 Meter da noch. Unverbrauchte Sinkpunkte verfügbar. Was kann ich mit denen anfangen? Ich glaube, da kann ich irgendwie irgendwas verbessern. Charakteranpassung, Fähigkeiten, Nahkampf, Gesundheit, Fähigkeiten verfalten, Nahkampf. Nähern Sie Stangen. Ach, da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Auf Verwalten. Komm sofort zurück, du Dieb! 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 Haltet ihn noch fest! Wenn man nicht rennt, rammt man die Leute auch nicht. Und selbst rammt man die nicht. Geht man dann irgendwie zur Seite oder so. So. Und so wie ich das sehe, sind wir da. Und ich muss jetzt hier irgendwo in das Obergeschoss. Ich soll aber mal so machen, gucken, ob da Feinde sind. Draußen. Oder ob man einfach so hochgehen kann.
Clubsaal, Clubprofil, Le Club exklusiv, Klecks. Zwei Mitglieder. Credo, Aufgaben, öffnen. Was ist das hier? Ausrüstungsmenü. Wo ist jetzt die Mission? Hier auf diesem Nachtkästchen. Marats Mitteilung. Schwierigkeit 2. Belohnung 400. Franc? Keine Ahnung. Akzeptieren, nachverfolgen. Den Brief stehlen, der eine gewaltige Bande vor der Justiz schützt. Okay, gestohlen. Eine gewaltige Bande raubt Gräber auf der Ile de la Cité aus. Ein Brief des mächtigen Jean-Paul Marat schützt sich vor der Festnahme. Stehlt diesen Brief. Ich soll also einen Brief stehlen. Okay. Neues Ziel, den Brief stehlen. Wo ist jetzt die Nachverfolgung wieder? 197 Metern. Zip. Naja. Ein Hund. Que tous profitent des fruits de la nation dans l'égalité. Man kann natürlich hier durch die Gasse schleichen, man kann irgendwie so schleichen, das ist ein bisschen schneller, oder man kann auch über die Dächer rennen. Hey du, ich habe gehört, du interessierst dich jetzt für Politik. Ah ja. Schauen wir mal. So richtig drauf habe ich es nämlich wahrscheinlich nicht mehr. Das sind hier die... Ne, die bewachen das, also da gehe ich mal. Ach, die putzt jetzt auch noch. Am besten macht man das allerdings. Unauffällig. Und nicht so. Ich sehe schon wieder welche. Aber hier ist. Hier zu gehen. Was willst du? Das war Notwehr. Achso, ich bin im Sperrgebiet. Ich
Manchmal kriegt man da so Rauchbomben und sowas. Das ist dann ganz schön praktisch. Ah ja, und da oben rechts sehen wir jetzt auch, meine Gesundheit ist ein ganz klein bisschen angekratzt. Und irgendwer beobachtet mich, glaube ich. Ich weiß allerdings nicht genau, wo jetzt der Brief ist. Der muss irgendwie... Laisse-moi partir. C'est sans doute une méprise. Je n'ai rien fait. Lass mich in Ruhe. Ich habe einen Brief. Oh oh. So kann man das natürlich auch machen, die Leute einfach abstechen und den Brief dann klauen. Aber man kann wahrscheinlich auch Taschendiebstahl machen. Aus dem Gebiet fliehen. Ach, fliehen, fliehen ist nicht mein Stil. Ich latsch da mal einfach raus. So. Marats Mitteilung, Erinnerung abgeschlossen, Belohnung. Fortfahren. Ach, das war nur ein einziges. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr hintereinander. Aber sieht nicht so aus, war irgendwie nur ein Brief stehlen. Was ist denn dieses Puzzleteil? Ich glaube, das ist... Was ist das? Eine blutige Hand. Irgendwie muss ich... Worauf, hein? Je ne sais pas découvrir comment va se développer so gut. Du bettelst ja darum. Und wo das herkommt, gibt es noch mehr. Ich mag es nicht, wenn man mich auf mein Geld war. Oh, la vilaine tour. Excusez-moi. Ich versuche noch eine Andenken. Die hängen, glaube ich, immer. Das sind so Wappen an der Wand, oder? Okay. Ich glaube, wenn's hell ist und nicht so angegraut, dann bin ich auf der richtigen Höhe. Aber das müsste eigentlich genau hier an der Wand sein, da wo das Fenster ist. Hä? Ich muss durch die Tür? War das nicht immer so... seltsam? Die Karte dazu. Klick. Jetzt mal V drücken. Ein Artefakt. Die Höhe würde immer noch passen. Oder?
Und da kommt man gar nirgends mehr mal rein. Obwohl, jetzt ist es hell. Vielleicht ist es doch im Erdgeschoss. Da ist es doch und blinkt vor sich hin. Ah ja, man muss gar nicht anklicken, man hat's dann. Eine neue Belohnung freigeschaltet. Na, wunderbar. Irgendwas haben wir gekriegt. Ich hab schon wieder Geld. Hier war doch noch irgendwie Pariser Geschichten, oder? Wo war denn das? Das hier war das, oder? Die Rache der Vorfahren. Lösung des verstörenden Rätsels der nummerierten Leichen. Naja. Ich würde sagen, das können wir ja im nächsten Teil machen. Muss ich eigentlich speichern oder geht das automatisch? Das geht, glaube ich, alles ganz automatisch. Option. Zurück zum Desktop gibt's aber. Ich glaube, wenn er das irgendwas erreicht ist, dann ist automatisch gespeichert. Naja, das können wir uns ja nur fürs nächste Mal jetzt schon mal hier anvisieren. Hier. Die hier. Muss ich Space drücken. So. Da geht's dann im nächsten Teil weiter. Für diesen Teil sollte es mal reichen für das Let's Play. Und ich hoffe, ich komme da wieder rein. Ich bin überrascht, wie einfach ich die Leute da abmoxen kann. Ja, wahrscheinlich, weil ich irgendwie die beste Ausbildung habe inzwischen. Und wenn ich jetzt hier noch die alten Sachen spiele, die ein oder zwei Sterne haben, ja, dann ist das natürlich easy peasy. Croissant vom Bett erholen, so einfach. Okay. Ich glaube, ich spiele das noch ein bisschen weiter. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's erstmal gut. Ciao.